Okay, aua. Wenn ich sage, lauf, dann lauf dir! Und jetzt komm wieder her! Oh, wir haben es schon geschafft. Oh, das ging jetzt aber relativ schnell. Sind wir jetzt stolz, weil wir einen alten Mann geschlagen haben? Schönes Brot mit saftigen Maden. Lecker. Saftiges Brot mit leckeren Maden. Mein Leibgericht. Ich frage mich, wovon sich Gollum all die Jahre ernährt hat. Auch die all die Jahre, wo er mit dem Ring gelebt hat. Jetzt müssen wir zu unserer Zelle zurück. Zurück in die Zellen, ihr Ungeziefer. Ungeziefer gleich. Tausende von und alle mit diesem Zeug gefüttert. Wir müssen aus Geliak machen. Ja, viel Glück dabei. Was ist das für ein Zeichen? Das Zeichen des Verräters. Sie sind immer Verräter. Ich frage mich, was für Verräter? Aber egal was, wir müssen jetzt mit dem Tag beenden. In den Turm, in die Kloake, zu den Karren, in einer Kiste verstecken und weg sind wir. Turm, Kloake, Karren und durch das Tor. Der Tunnel führt aus dem Turm raus, ja. So sagt man. Aber selbst wenn du es irgendwie zu den Karren schaffst, die Fuhrmänner überprüfen jede Lieferung und wenn sie dich finden, ist es aus. Was du brauchst, ist ein Fuhrmann. Einen, der in deinen Plan eingeweiht ist. Einen, dem du vertrauen kannst. Ist er ein Fuhrmann? Nein. Ich habe keine Lust für dich zu sterben. Von den Richtkammern in die Kloake. Aber wie kommen wir dahin? Was bedeutet dieser Vogel? Muss ein Vogelhaus sein, das in die Richtkammer führt. Was weiß er über den Hexer im Turm? Nicht viel. Aber ich habe mal was gehört über einen Ausreißer, den sie eingefangen haben. Der Mann wurde in den Turm gebracht. Der Kerzenmann gab ihm eine Art Rätsel auf. Der arme Kerl konnte nicht antworten. Also riss ihm der Hexer das Herz raus, mit bloßen Händen. Puh, der Turm ist der einzige Weg. Du kapierst es nicht, oder? Es gibt keinen Weg. Nichts kann uns Gollum aufhalten. Wir überleben alles. Wir werden nicht aufgeben, bis wir wieder den Schatz haben. Das ist ein Zuwachs Wochen später. Von fast 109 Soldaten. Ja, aber erwartet nicht noch mehr von diesem Haufen. Seht sie euch an. Ich sehe sie. Vor allem den hier. Den Kleinen? Was ist mit ihm? Mein Vater fragt sich, was in diesem widerlichen Kopf steckt. Und jetzt frage ich mich das auch. Nein. Bringt ihn in den Turm. Das geht nicht. Geht nicht? Das geht nicht. Er ist nützlich und ich werde ihn behalten. Vielleicht sollten wir mal einen Blick in deinen Kopf werfen, Viehmeister. Irgendwas scheint darin zu fehlen. Balrat, bring den Sklaven nach oben. Dir wird nichts passieren. Komm mit. Hier lang. Oh, der Viehmeister mag uns. Weil wir nützlich sind.
weiß jetzt nicht, ob es gut oder schlecht ist. Aber wir werden es ja gleich sehen. Inwiefern gut oder schlecht das ist. Folge dem Ork. Der Herr trifft sich gerade mit dem Mund. Mund? Saurons Mund. Dem Befehlshaber des Turms. Danach ist die Stimmung des Herrn oft ein wenig speziell. Das heißt jetzt überhaupt nicht gut an. Okay, wem begegnen wir jetzt? Was ist das in der Mitte? Es heißt, geh dich nicht an. Beirat! Bleib hier stehen. Rühr dich nicht und fass nichts an. Beirat! Die Zange! Warte, bis du den Gong hörst. Dann gehst du rauf und tust, was man dir sagt. Beirat! Ja! Also jetzt sollen wir warten, bis wir den Gong hören? Nicht auf den Gong warten, oder? Wir sind hier im Turm, ganz nah an der Brücke. Versteck dich in einem Wagen und fort sind wir. Aber das können wir doch noch nicht, oder? Nicht ohne einen freundlichen Fuhrmann. Und hier gibt es keine freundlichen Gesichter. Das stimmt. Sprich mit dem Kerzenmann seinem Arbeitszimmer. Was will er von uns? Vielleicht Rätselfragen stellen, uns mit seinen Klauen das Herz ausreißen. Aber wir kennen auch Rätsel, nicht wahr, mein Schatz? Das stimmt. Verschlossen. Vielleicht geht's noch anderswo rein. Was will er von uns, der Hexer? Dann mal los. Okay, wo genau müssen wir hin? Okay, aua. Interagieren. Ach, nicht gut, aber vielleicht können wir sie gegen nettes Magenbrot tauschen. Na, verlassen. Die Glocke öffnet das Tor. Aber wie läuten wir sie, wenn wir in einer Kiste sind? Ah. Ich wünschte, es gäbe mehr Vertrauen zwischen uns, wie in den guten alten Zeiten. Die Redensart hat mir nie gefallen. Die guten alten Zeiten, das gute alte dies, das gute alte das. Ich mag neue Dinge. Wie lange bist du schon Aufseher hier unten? Jetzt bin ich gespannt. Über Gerüchte gesprochen. Ja, die Gerüchte. So ein schrecklicher Unfall in den Minen. Kein Wunder, dass darüber geredet wird. Und wie schnell kann aus Gerede Unordnung werden? Deine Tochter hat ein schönes Profil. Erinnert mich an einen Schwamm. Einen Schwamm? Saugt alles auf, ohne Fragen oder Widerstand. Ganz anders als ihre Mutter. Freu dich, lieber Freund. Ich mach dir nur ein Kompliment. Ihr macht mir keine Angst. Wieso sollte ich dir Angst machen wollen? Ich wollte immer nur, dass Freundschaft zwischen uns herrscht. Ihr seid nicht mein Freund. In diesem Fall solltest du Angst haben. Ist das so? Dann sollten wir aufhören zu reden. Lest! Dein hochtrabender Ton gefällt mir nicht. Was ist das?
eure Handschrift. Da wir von hochtrabenden Tönen sprechen, ich fand das recht erhellend. Wer hat dir das gegeben? Lest. Ich weiß, was da steht. Ich vergesse nie meine eigenen Worte. Unser Herr auch nicht? Du würdest mir doch nicht drohen. Ich wollte immer nur, dass Freundschaft zwischen uns herrscht. Betrachtet die Sache als erledigt. Welche? Die Brücke in den Minen. Und sprecht nie wieder über meine Familie. Gehabt euch wohl, oh Mund. Das tue ich bereits. Was für ein unerwartet kurzweiliges Gespräch. Ich sollte dich öfter besuchen. Hier unten in den Gruben. Oh, ich denke, ich sollte die Tür zurück. Spion. Okay, und hier können wir anscheinend noch einiges angucken. Jetzt einfach rein. Komm näher. Du musst viele Fragen haben. Doch unser Herr hasst Fragen. Fragen. Okay. Es gibt drei Wege, sie zum Schweigen zu bringen. Furcht ist ein Weg. Ein Messer, der zweite, die Zunge rausschneiden. Sehr wirkungsvoll. Bitte, wir waren's nicht. Warum ist deine Nummer auf der Liste? Du bist nicht stark, du bist nicht klug. Du bist eindeutig nicht klug. Siehst du, das wirft Fragen auf. Hat das große Auge sich geirrt? Gewiss nicht. Also warum? Du steckst nicht allein hinter dieser Sabotage. Und es war sicher nicht der Ork, der dafür sterben musste. Und der dritte Weg, eine Frage zum Schweigen zu bringen? Eine Antwort zu geben. Furcht. Messer. Antwort. Was denkst du, wirkt am besten? Er ist böse, ich würde jetzt Angst sagen. Furcht. Töte die Frage, nicht das Thema. Keine schlechte Strategie. Aber diese Brücke hat gute Männer begraben. Nein. Köpfe müssen rollen. Nicht dein Kopf, so viel steht fest. Deine Nummer steht auf der Liste. Und wenn es nicht deiner sein kann, wessen Kopf soll es sein? Er will, dass wir ihm Namen geben. Oder es ist ein Test. Oh. Wieso ist Smeargol sagt die Wahrheit?
Boah, das ist jetzt eine schwere Entscheidung. Ich würde sagen, Lüge. Eigentlich ist doch Smeargol der Gute. Warum soll ich die Wahrheit sagen? Na, also ich würde sagen, in dem Fall nehmen wir Gollum. Jetzt überzeuge Smeargol. Er will nur einen Namen, um die Fragen zum Schweigen zu bringen. Gib ihm irgendeinen. Was, wenn er es durchschaut? Er kann uns nicht töten. Wir stehen auf der Liste. Jemand will, dass wir leben. Jemand sehr Wichtiges. Ja, und wer, fragen wir uns. Der dunkle Herrscher, Sauron will, dass wir den Schatz beschützen. Eindeutig. Eindeutig ist das die Antwort. Das Auge will, dass wir unser Versprechen halten. Das will es doch, oder? Es will, dass wir am Leben bleiben. Und? Der Minenaufseher-Ork. Ja, er. Er hat uns gezwungen. Zerstöre die Brücke oder ich schlag dich tot, hat er gesagt. Er wusste es. Darum hat er überlebt. Gollum hat den Streit gewonnen. Oh, das ging schnell. Kuschnach, warum sollte er seine eigene Mine sabotieren? Smeargol weiß es nicht. Orks beschweren sich immer über den Herrn. Verräter sind Verräter. Das haben wir von ihm gehört. Jetzt will er Smeargol tot sehen. Aber der gute Herr lässt das nicht zu, ja? Ich verstehe. Man wird sich um ihn kümmern. Nimm das als deine erste Lektion. Hinterlasse niemals Zeugen. Kerzenmann will... Nenn mich nicht so. Du kannst jetzt gehen. Okay. Das Wichtigste ist, niemals Zeugen zu hinterlassen, ne? Wieder Wochen später. Wartest du auf meinen Vater? Tun wir das nicht alle? Was er wohl in dir sieht? Ich verstehe es wirklich nicht. Verlässlichkeit. Das Wort habe ich lange nicht mehr gehört. Sprich dein Gebet, kleiner Mann. Das große Auge sieht uns. Sprich weiter. Das große Auge kennt uns. Guter Junge. Gollum, Suchtalm, sofort! Geh, du lässt ihn besser nicht warten. Okay, jetzt sind wir anscheinend ein hohes Tier hier. Folgt dem Ork in die Vogelbruthalle. Hier lang! Lass ihn besser nicht warten. Sie spricht aus Erfahrung. Die Stimmung des Kerzenmanns schwingt wie ein Pendel. Der Herr ist gerecht, ja. Aber manchmal schwer zu verstehen. Seine Tochter. Sie hat zu viele Ideen. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie das ausgeht. Vor allem, wie Gollum hier wegkommt. Sprich mit dem Kerzenmann. Oh, ich bin jetzt sehr gespannt, was er uns zu sagen hat. Das wirst du mir büßen.
fehlerhafte Zucht. Da müssen wir dran arbeiten. Komm mit mir. Verräter, dreh mir nicht den Rücken zu. Es wird Zeit, dass du lernst, wie man unsere Botenvögel züchtet. Das ist der Ofen. Soweit ich weiß, geht es darum, die richtige Temperatur zu finden. Mach dich mit den Apparaturen vertraut. Morgen früh will ich Ergebnisse sehen. Aber Smergol weiß nicht. Er weiß nicht wie. Fang mit dem Ofen an. Jedes Ei braucht eine andere Temperatur. Welches Ei du auswählst, ist dir überlassen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Unser alter Züchter hätte mehr gewusst. Wo ist er? Der alte Züchter? Fort. Vergiss nicht, mir die Schlüssel zu bringen, wenn du fertig bist. Jetzt bin ich gespannt. Scheit platzieren. Feuer machen, ja. Das ist eine Frage, die mich schon seit Jahren beschäftigt. Wie viele Holzscheite brauchen wir? Vielleicht hast du eine Antwort für mich. Wo geht die Sonne auf? Wo geht die Sonne auf? Ich weiß nicht. Im Osten. Im Osten. Nein. Nein, das war es nicht. Ich will den Befehlshaber sehen. Tut mir leid. Verräter! Verräter! Er ist ein Spion! Ich habe Beweise! Soll ich ihm die Zunge rausschneiden, Herr? Nein, lass ihn schreien. Okay, Handblase weg müssen. Das macht die roten Zungen stärker. Zeichnung ansehen. Was ist das? Ja, der alte Züchter hat Gerbe gekratzt. Hässliches Geräusch. Musste ihm das Messer wegnehmen. Es gibt also noch mehr davon, ja. Da bestimmt irgendeine Bedeutung. Wofür ist das, Schatz? Das ist das Nest, wo man das Ei ausbrütet. Das weiß sogar ich. Ich muss hier erstmal ein Ei platzieren. Ich muss hier aber erstmal ein Ei kriegen. Wofür ist das? Wofür wohl? Es ist ein Kessel. Du füllst ihn mit Mornack. Dann wirfst du das Vogelei rein. Was ist das? Das Mornack. Das macht sie klug und stark, die Viecher. Weiß, braun, schwarz. Jede macht einen besonderen Vogel. Ja, wir benutzen dann... Smergol weiß nicht, was er tun soll. Ist mir gar nicht aufgefallen. Schwarze Flüssigkeit? Ich mag die schwarzen Viecher. Und jetzt? Das Ei. Ins Nest damit. Da drüben. Und sorg dafür, dass mit dem Ofen das stimmt. Wie macht man einen Vogel? Sie werden unseren Kopf aufspießen, wo ihn jeder sehen kann. Das werden wir nicht zulassen, mein Lieber. Wir werden es lernen. Noch eine Zeichnung. Okay. Hier Holz. Wo ist zweimal das?